Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Es klappt. Was klappt? Das da. Was? Dass was man, da? Dass man da durchkommt. Wo? Hier, wie um wie komme ich hoch? Fels, um die Felsgeräte. Ich komme nicht hoch, doch jetzt. Es klappt. Komm nicht rein. Ach so, ah, das klappt. Ah, sehr schön. Ich komme auch nicht rein, Mist. Oh, komme ich denn raus? Ich komme nicht raus. Raus? Ich muss raus. Gehen. Ich muss hier raus. Ah, hier. Nee. Hier komme ich nicht raus. Ja, also, weil hier komme ich raus. Der Weg hoch. Dann reiße ich mal den Scheiß ab und gucke, ob die Kirche auch gleich wieder zusammenbricht. Ja, was wollen wir machen in dieser Folge? Wir wollen ein drittes Mal die Kirche bauen? Nein, das wollen wir nicht. Schön sieht sie aus da oben, ne? Sie? Neben diesem nicht funktionalen Fahrstuhl. Wunderschön ist sie geworden. Ja, und in dieser Folge wollen wir aufbrechen und den Camcorder suchen. Yay! Auf zum Atom. Achso, ich muss mich jetzt ausrüsten. Und falls wir aus Versehen, was recht unwahrscheinlich ist, einen Waschbär begegnen, den können wir gleich sehen. Auch hier mal Knochen. Ich habe vielleicht aus Versehen einen Kannibalen getötet mit einem Pfeil. Er kam direkt auf mich zu und ist in mein Messer gegangen. Ich was? Stück Knochen. Er stand draußen und dann dachte ich so, okay, hallo, Kumpel. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal eine Zielübung, so für den Anfang, und dann war der jetzt sofort tot. Ich habe 4 Rüstungen, das reicht erstmal. Ich habe eine Rüstung. Ich habe voll. Macht euren Bärenbeutel nochmal voll. Der ist immer noch voll. Und holt euch getrocknetes Fleisch. Ah ne, ist gar nicht mehr voll. Schokoriegel aus dem Haus. Hab extra alles sortiert in den Regalen. Sehr vorbildlich. Weil spätestens seit Stardew Valley weiß man, dass ich gern sortiere. Sortieren. Ist ja auch eine schöne Sache. Oh ja, sieht gut aus. Genügend Alkohol ist da. Beutel rein. Was reißt denn in den Beutel? Ah, 30 Blaubeeren. Okay. Ja. Sagt ihr eigentlich Blaubeeren oder Heidelbeeren? Blaubeeren. Blaubeeren. Okay. Sarah, kannst Blaubeeren? Du die Zähne auf meinem Messer sehen? Blaubeeren? Kann ich die Zähne auf deinem... Ja, ich kann... Oh mein Gott, dein Messer sieht voll eklig aus. Okay, ich wollte nur wissen, ob ihr das auch sehen könnt. Ja, es sieht schon eklig aus, ne? Ja, ziemlich, aber es ist jetzt ganz schön powerful und so. So wie das hier auch? Ja. Ja, Mann. Sag mal. Mann. Sieht so aus, als hätte es irgendwelche Pusteln oder so, ne? Ja. Ja. Das nehme ich. Hier. Ach so. Ja. Hey! Es ist weg! Okay, warte, Sarah, hier. Wir probieren nochmal. Okay. Da. Habt ihr euren Wasserschlauch aufgefüllt? Dankeschön. Hab ich, ja. Jetzt kriegst du gleich 2. Habt ihr genug Stöcker für ein Lagerfeuer bei? Ja, ja, ja. Ja, stehen bleiben, stehen bleiben. Ja. Nein. Ja. Was macht ihr da? Okay, ich glaube, Bolle ärgert Sarah. Ach so. Nee. Ja, wann beginnt denn unsere Führung in die Camcorder-Höhle? Wann immer du möchtest. Ich kann, wie spät haben wir es denn? Brauchen wir noch irgendwas? Ich könnte... Ich brauche eigentlich Rüstung, aber egal. Ich habe da noch Schmutzwasser drin, das reicht, das reicht. Ja, dann würde ich sagen, habe ich hier verrottetes Fleisch oder was ist das? Rohes Fleisch, verdorben. Hm, lecker. Hm. Kann man damit noch irgendwas machen? Auf den Grill schmeißen. Und dann ich ist wieder gut? Stöcker. Nö. Aber irgendwer anders isst es dann, oder wie? Und Fan-Boys. Was macht Annie in unserem Spiel? Was Annie ist in unserem Spiel? Ja, weil du gesagt hast, Fangirls und so. Ich glaube, so sieht Annie nicht aus. Ich glaube auch, aber ich kann es ja nicht sehen. Ich habe es ja nur gehört. Das hier habt ihr zum Glück nicht gehört. Hast du gepupst? Nee. Oder gerülpst? Das wäre gerade sehr fatal gewesen in Kombination. Hier, Essen ist fertig, wer Hunger hat. Also ich brauche vielleicht noch ein bisschen Alkohol für die Gesundheit. Für die Gesundheit? Ja, es geht wirklich hoch. Das war Fake News, die schlimmsten Fake News, die es hier jemals gab in diesem Let's Play, dass Alkohol nicht der Gesundheit förderlich ist. Hm.
Das stimmt. Komische Insel. Ist es auch nicht. Entschuldigung, Hund. Doch, ist es. Alkohol fördert die Gesundheit hier. So, wo seid ihr denn? Wenn ich mir die Aufnahme angucke und das ist dann nicht so bolle, schreibe ich als ganz dickes Kommentar drunter Fake News. Ja, das hab ich euch doch schon ein paar Mal gesagt. Das ist hier, ne? Aufnahme ist Beweis schon, und so, das ist wirklich so. Ich habe schon einiges ein paar Mal gesagt. Ja, umso öfter man was sagt, umso wahrer wird es. Das ist meine Gott, Weisheit. Ich werde gleich auf den Baum hier stürzen. Ja, okay. Ich sag einfach mal, wir gehen in die Richtung hier. Ja. Ist das richtig? Wenn du dann noch rechts rumgehst, dann ja. Ja, wollte ich gerade. Ich habe auch überlegt, ob wir einfach mit dem Floß hinfahren, aber dann müssen wir erst eins zusammenbauen. Habe ich es erwischt? Das klang so, ne? Ist weggeflogen? Das kann die. Ah, da. Mhm. So, hier soll nochmal einer sagen, dass ich keine Kaninchen jagen kann, ja? Dann setzt es aber was. Ich habe eventuell auch mal in der Folge Horizon erzählt, ey, lass es nicht den Bolle sehen. Da vor dir, Bolle, ist schon einer. Was? Achso, ich dachte ein Waschbär. Da sind ganz viele. Zwei, drei. Egal, die Boys. Ich brauche, glaube ich, mal einen Soda. Also sind wir alle da? Hallo, Mr. Krokodil. Ja, vier fehlt. Nein, da ich, ist sie. Ich komme von oben. Ich habe Stöcker noch eingesammelt, weil ich dachte, ihr geht sowieso nicht vorwärts. Na klar. Und wo sollen wir sonst hin? Es gibt nur eine Richtung nach vorn hier. Guck mal, da kommt schon ein Kollege. Ja, kommt er. Los geht's. Da ist auch so ein großer. Der hat eine Horn. Ich schnapp mir jetzt gleich Bleichgewicht. Bleichgesicht. So. Achtung, hier ist ein Feuerwerfer. Ich schnapp mir den Feuerwerfer. Okay, meine Ausdauer sagt. Oh, hold my beer. Oh, der hat Schiss. Mit brennendem Arsche rennt er weg. Ich dachte, hier wäre ein Feuer. Oh, das sind noch Zähne. Ich dachte gerade, oh, was ist das für eine krasse Base da hinten? Das ist unsere. Hinter uns sind zwei Krokodile. Braucht jemand noch Krokodile irgendwas? Echsenhaut? Nö. Okay. Gibt's nur die Echsenhaut? Von Krokodilen kriegst du Echsenhaut. Macht ja Sinn. Aber ja, wahrscheinlich gedacht, hätten sie es eher Reptilienhaut nennen sollen. Oder so. Oh, hast du schon mal Ringelblumen eingesammelt? Klar. Wo denn? Sind die coolen orangenen Blumen? Hier, Wildschwein ist ja gar nicht so selten. Da ist wieder einer, so ein Werfer. Mhm. Ist er jetzt einfach gegen mich gelaufen? Ach da. Brenn ich? Ja. Und dran, dass ihr vielleicht nebeneinander die Speere ja benutzt. Ich sehe euch immer euch selbst hauen. Ja, das Ding ist, dass ich mich immer versuche, 180 Grad zu dem anderen Menschen, mit dem ich zusammen dann, also jetzt zum Beispiel so hier, ne, dass wir uns genau gegenüberstehen. Los, mach was! Und manchmal versuchen Leute mir dann einfach in mein Messer zu laufen. Tanz! Musst ihm vor die Füße stechen. Lalala, wir ziehen durch die Wälder. Was, das hier sind Ringelblumen? Nee. Orange sind die, glaube ich. Orange. Das waren die Pilze, die orange auf dem Boden waren. Nein, das waren davon Ringelblumen. Ja. Da waren bestimmt, schon mal 20 Millionen Zufall, Stück. Durch Zufall bestimmt schon mal welche aufgesammelt. Achso, während wir jetzt ja jetzt so hinlaufen, kann ich ja von meinem Referat heute noch erzählen. Ah, ist eigentlich auch schnell erzählt. Es ging um Botulismus beim Chilis. Was ist das, Bob? Einlegen, einpochen, wie auch immer. Botulismus ist quasi die Bildung von Botox. Aha. Bei Lebensmitteln, die nicht vernünftig konserviert wurden. Hm. Und das ist, glaube ich, also ich habe es jetzt nicht mehr 100% hier im Kopf, ist ja schon eine Weile her. Es wird, glaube ich, durch irgendein Bakterium oder so hervorgerufen und deswegen muss man halt allen möglichen Quatsch, den man eben so einweckt und irgendwie haltbar machen will, muss man halt mit einer bestimmten Gradzahl eine bestimmte Zeit lang kochen. Und wenn man das nicht tut, dann... Das kann bis zum Tode führen. Okay. Also es ist eigentlich super duper gefährlich, Sachen dann nicht abzukochen. Ist Botox etwa giftig? Botox ist schon in kleinen Mengen sehr giftig.
Warum spritzen sich das dann manche Menschen ins Gesicht? Na, hast du mal Forrest Gump gesehen? Ja, ist schon ein bisschen her. Na, dann sage ich dir mal so, dumm ist der, der Dummes tut. Den Satz so, habe ich heute schon mal gehört. Höhle, hier waren wir noch. Gehen müssen. Schon mal. Ja. Das ist nicht die Höhle, die du suchst. Sondern, sehr perfekt, hier haben wir nochmal die Zelte. Da können wir auch vorher nochmal speichern. Weil wir müssen in diese Höhle hier. Dim-dim, was fällt da runter? Ach, die Koffer waren das, ne? Ja, die spawnen dann. Hier ist ein Topf. Braucht wer einen Topf? Den kann man nicht nehmen. Oh ja, mach gleich. Achso. Den kann man nicht nehmen. Schade. Der steht da einfach nur rum. Oh, hier ist eine Echse. Wo konnte man es speichern? Hier, bei dem hier, ne? Bei dem offenen. Neben den Zelten. Bei allen. Alle, die orange sind. Alter, können wir auch sogar nochmal schlafen? Hier gibt es doch bestimmt wieder Loot. Naja, es ist jetzt sowieso Sonnenuntergang, also. Und wir gehen dann eh in eine Höhle, also eigentlich ist es egal. Loot? Gibt's da noch ein bisschen Loot? Loot? Hier gibt's Seile? Mehr Loot ist mir gut. Seil-Loot gibt's hier? Ach, hier gibt's ja auch noch Zelte. Perfekt. Ja, Seil ist gar nicht mal so verkehrt. Schokoriegel habe ich eben noch auf dem Boden gefunden, vor dem Feuer. Hier ist Geld. Und ein Vogel. Vogel-Loot. Feder-Loot. Wo hast du die Schokoriegel noch gefunden? Mehr Geld. Hier irgendwo um dieses Feuer herum, um das große. Ey, voll da lagen gut. Die irgendwo auf dem Boden. Stöcker. Oh ja. Seile. Perfekt. Ja. Ziemlich ruhig hier, ne? Ja. Verdächtig. War hier in dem Ding auch noch was? Nee, ne? Hast du gerade auf den nochmal eingeschlagen? Mhm. Hier ist noch ein Schokoriegel. What? Da. Man kann nicht laufen, drei während Stück man den Schlag noch auflädt. Sehr belastend. Nein, für mich sind hier keine Schokoriegel. Wo hast du dich versteckt? Da hast du dich versteckt. Waschbären? So, und jetzt schlafen, oder was? Achso, ihr wollt noch schlafen? Ja, ich würde vorher noch mal schlafen, so wegen... Wegen deinem... Mein Problem. Verdammt. Dieses Problem, was ich immer so habe. Okay, ich komme zurück. 1-0 für besser, Mr. Leguan. Nicht, dass du wieder stirbst. Nö, das passiert nicht. So schnell. Nee. Ja, ihr seid mir zu langsam. Ich will was erleben hier. Die Folge ist ja gleich schon wieder zu Ende hier. Muss ja was passieren, ne? Zeit, dass sich was dreht? Ja, so zum Beispiel. Oh, man müsste auch mal wieder dieses Dingens ausstellen, ne? Was ist denn das Dingens? Na, das, dieses Anzeigedingens, dass dir alles angezeigt wird. Diese ganzen so. Häuser und so. Ich hab das immer an. Kann ich mich besser orientieren. Apropos, Wolle, du musst nur auf die Karte gucken. Karte? Muss halt den Zuschauern mal zeigen, wo wir sind. Hier sind wir. Ja, so ganz genau weiß man es ja nicht, dann? Weil... Ne? Schlafen? Sie? Ja. Kann ich auch kurz einen Schluck trinken? Gute Nacht. Ja, dann. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ist jetzt erstmal wieder alles hier gespawnt? Schade. Ohne ja, gut. Dann, ich bin bereit. Einen Moment. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier irgendwas wieder verstellt, weil ich im falschen Dingens bin. Da wollte ich hin. Lalala. Braucht man? Was braucht man denn noch? Fadenkreuz braucht man. Spielernamen braucht man. Das sollte reichen, ne? Es gibt ein Fadenkreuz? Naja, dieser kleine Punkt in der Mitte. Ernsthaft? Es gibt einen Punkt in der Mitte? Ja, es gibt einen Punkt in der Mitte. Wo hast du den her? Projektivfadenkreuz anzeigen. Achso, nee, das es gibt. Grafik? Nee, es gibt jetzt doch keinen. Keine Ahnung. Hä? Hey. Dann war ich wahrscheinlich gerade noch in einem anderen. Ja, könnte sein. Aber das stand da in den. Spiel. Aber es stand da. Auch.
Hier, braucht da. Jemand was zu essen? Ich hätte. Ach so, das ist das, wenn man irgendwas wirft oder so, dann wird das doch so auf dem Boden angezeigt, wo man hinwirft. Ah, und das ist das Projektilfadenkreuz. Wahrscheinlich, ja. Ah. Braucht jemand was zu essen? Ich hätte zwei rohe Kaninchen. Moment, nicht. Schmeiß auf den Grill. Nö, ich snacke meine Riegel. Oder hängen sie auf, falls es geht. Hängen sie auf. Ja, wir hatten keinen Trockner. Ich habe jetzt beide einfach gegrillt. Also, weil ich brauchte nach dem Schlafen was zu essen. Ich bin fast leer, komplett. Ich esse mal nach dem Aufstehen gerne Schokoriegel. Da mag ich noch nichts Deftiges. Deswegen habe ich die jetzt erstmal verbraten. Und wie musst du das in the forest? Aber in the forest ist mir das eigentlich egal. Nee, ich habe es gerade auch so gemacht. Hä, hey, so einen schönen Energieriegel? Da jetzt, ich habe zwar gar keinen Hunger, aber ich esse es trotzdem. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal herab. Hinab. Mhm. Los geht's. Mächtiger Anführer, nach dir. Ja, wir kennen das ja hier alles schon, ne? Tun wir? Kennen wir? Da war kein... War da, echt nicht? Hä, waren wir nicht schon mal in dieser Höhle? Ich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh nein! Nein! Was passiert? Wir haben Bob verloren. Wir haben Bob verloren? Ja, ich bin ganz weit unten. Oh nein. Lebst du noch? Können wir dich wiederbeleben? Ihr müsst mich heilen. Okay, dann müssen wir schnell runter. Komm, müssen Bob retten. Ja, aber wie kommt er da? Ja, keine Ahnung. Ist da irgendwo Wasser? Gib Gesundheit, finde Medizin. Ich habe Hunger, finde etwas zu essen. Hier unten ist kein Wasser. Ich habe versucht, irgendwie in irgendwelches Wasser reinzukommen, aber... Okay, ich seile geschwind, wie der Wind. Oh Mann, ey. Aus ganz schön tief. Aber hallo, hab so ich super gemerkt, tief. Haben vor allem meine Sprunggelenke gemerkt. Und doch, ein bisschen Wasser ist da auch. Aber du hast schön Bauchgletscher gemacht. Richtig Flachköbbe. Hey, ich rette dich. Oh, ich sehe Stiefel. Ah, danke schön. Könnte ich mich endlich mal revanchieren. Oh mein Gott, das geht ja wirklich ganz schön hoch. Ja, und wir sind direkt ganz unten. Okay, waren wir hier schon mal oder noch nicht? Soweit ich weiß nicht, weil wenn ich auf meine Karte gucke, dann waren wir hier einfach mal noch nicht. Stimmt. Wir waren hier ist ein Bild. What? Echt? Eins Bild. Was ist das? Mal her? Was soll das sein? Irgendwie ein Turm? Ist das eine dieser Opferdinger hier? Also wo man die Steine raufpacken muss? Das dachte ich auch. Sieht aus wie ein Altar. Wie so ein Tempelaltar. Oh fuck. Tempelaltar. Tempelaltar oder Tempelaltar? Alter, ein Tempel. Keine Ahnung. Oh, ihr linke Schokoriegel. Nom. Was? Schon wieder? Wo denn? Ich sammle alle weg. Nee, jetzt kann ich keine mehr aufnehmen. Hey. Gönnt euch. Kamelle. Wie viel kann man sammeln? 10? Dann ist ja gut, dass ich vorhin welche gegessen habe. 5? Nee, ich habe 10. 15. Ach so. Muss mich ausreden lassen. Nee, ist nicht, mag ich nicht. Achso, hätten wir nochmal irgendwie Luftflaschen holen müssen? Boah, ist hier viel geiler Kram zum Zerstören. Seht ihr das? Was denn? Da ist einer im Wasser. Oh. Hier geht's übrigens noch runter, nur so nebenbei. War gut, dass er das Sicherungsseil um hatte. Und der leuchtet so rot. Der ist am Boden. Ja, ach hier, stimmt. der, da kann man runter, glaube ich, ne? Echt? Nee. Man kann von ihm Snacks aus der Hand klauen. Nee, echt? Aber er ist da unten. Richtig schön Leichen flattern. Was ist das, was da unten ist? Keine Ahnung. Was denn? Ich sehe, na doch, hier liegt noch irgendwas. Aber ich glaube, ach so, Snacks. Das ist natürlich ein ekelhafter Tod, ne? Wenn du so 2 Meter unter der Oberfläche dann so ertrinkst, weil du so ein Seil hast. Ja. Da unten liegen vor allem Erdkanister. Wo? Echt? Ja. What? Auf dem Boden? Zum Einsammeln auch? Dann muss ich ja gleich mal wechseln. Ja, also einen konnte ich... Also ich habe schon voll, deswegen gehe ich jetzt wieder hoch, tue ihn aufladen, aber... Ja, stimmt. Ach da. Ah. Nice, wie viel kann man nehmen? Hier, oder? Ja. Ja, cool. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gibt es noch einen anderen Weg oder müssen wir jetzt hier hinten runter? Ja, das ist eine gute Frage. Aber, also hier im Wasser war jetzt nichts mehr, oder? Mm-mm. Und hier drüben geht es nicht weiter.
glaube ich. Nö, hier waren wir auch noch nicht. Oh, da unten. Oh, da ist was. Hier müssen wir runter. Hier müssen wir runter. Da hier ist irgendwas. Hier rechts geht's auch noch irgendwie weit. Nee. Da ist was. Da passiert was. Wartet, da ich muss was. Mich ganz kurz noch unequip. Doch, hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist eine Kassette. Oder? Nee, das ist eine Platine. Oh, buh. Irgendwas zum Sprengen bei dir, Bob? Nee. Nur eine Leiterplatine. Ich dachte, das wäre eine Kassette. Okay. Oh. Okay, aber bei dir leuchtet schon so ominös, Bolle. Ja, ich... Und du hast noch deinen Taucheranzug an. Oh ja, stimmt. Und mir ist auch ziemlich kalt. Nur für den Fall. So, was gibt's hier so? Na dann, Bolle, nach dir, ne? Hau rein. Seid ihr alle da? Jupp. Mhm. Mir ist arschkalt, vielleicht soll ich nochmal kurz... Hier ist ein Feuer. Komm her, Bolle. Ah, cool. Das nice. Habe ich hier so gefunden. Da geht's jetzt runter, ja. Ich feuer es mal an. Hier ist noch ein Schädel. Macht euch auf einen Kampf gefasst. Ne? Oh, hier liegt noch einer. Achtet mal, wenn ihr runtergeht, auf eure linke Seite. Ich sehe ein Boot da unten. Linke oh mein Gott, ich sehe es. Oh mein Gott. Auf die linke Seite, ja. Ja. Ja, das ist ein Boy. Freut euch ja, schon mal auf. Benutzt. Kommt alle schnell runter, bitte. Okay, bin auf dem Filmdisch. Nix. Da ist ein Dicker, da ist ein Dicker. So ein ganz Dicker? So ein ganz Dicker. Jo, und er hat Lunte gerochen. Was? Oh nee. Er hat auch Sophie abgesehen. Ja, ja, weil ich als letztes runtergekommen bin, oder was? Kotzenkopf. Okay, der andere Boy ist down. Aber er lebt irgendwie noch. Der Dicke. Vorsicht! Oh, oh mein Oha. Gott! Hat mich, oh, Alter, der hat mich fast umgehauen! Also so kaputt gemacht. Ja, der ist schon ziemlich mächtig. Ich muss hier raus! Wie viele Dingens... Jetzt hat er mich umgehauen! Verträgt er denn? Jetzt ist er down! Medizinschlucker. 5 Schüsse. Also zumindest von mir, von euch wahrscheinlich auch noch. Ja, oh, die machen mich echt nervös. Alter. Ja, vor meinem inneren Auge schon wieder gesehen, dass ich schon wieder sterbe. Ich dachte, diese Wand hier wäre zum Sprengen, weil die sieht so anders und hell aus, aber... Hier sind wieder Leuchtefackeln. Können wir den einen Boy hier noch verbrennen, weil ich bräuchte ein bisschen Rüstung. Seile! Obwohl, vielleicht kann ich mir so eine Mutantenrüstung jetzt hier anziehen. Ich habe irgendeine Kassette hier hinten gesammelt. Kassette 3 habe ich hier hinten gesammelt, hier in der Ecke. Aber warte, habt ihr nicht eben oben auch von irgendeiner Kassette gesprochen? Nee, war eine Leiterplatine, aber hier ist wirklich eine Kassette. Gibt's hier irgendwo ein Feuer? Was sind das hier für Ringe an der Wand? Also, warum hängen die da? Ja. Naja, also diese Rettungsringe. Hier gibt's ja richtig... Oh, hier ist eine Kassette! Wo ist die Kassette? Achso, oh, hoppla. Hier hinten in der Ecke. Ich glaube, das sind Trophäen, kann das sein? Ich meine, das ist ja von jedem Boot praktisch eins an die Wand. Also. Und ich finde es verdächtig, dass es hier so viel Sprengstoff hat. Hier muss bestimmt kommt noch irgendwas zum Sprengen. Das waren, glaube ich, Leuchten. Wo siehst du denn irgendwelche Trophäen? Nein, also da ist ja diese Verzierung an der Wand, diese Schwimmringe hier. Siehst du mich? Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das meinte ich mit Ringen. Und genau das meinte er mit Regen. Und vielleicht haben sie, also praktisch für jedes Schiff, was sie erwischt haben, haben sie dann einen Rettungsring an die Wand gemacht. Also Dekoration ist es auf jeden Fall. Die Frage ist halt, für was? Möchtest du immer noch ein Feuer haben, Bob? Ich baue gerade eins. Ja, ich habe sonst geguckt, ob unterwegs noch eins kommt. Kurzes Quiz zwischendurch. Ratet mal, wie viel Stoff ich habe. Oh. 30. Na, nee, mehr. 120. Ein. Oh, okay. Ich hab gewonnen. Ich hab halt nur einen Stoff, habe ich gerade festgestellt. Oh, hier ist noch, hier ist noch was. Noch hier ist noch was. Hier ist noch was. Ich kann da eine gebrauchen. Oh, Bob hat was gefunden. Ich hab gerade hier für Bob ein weiser Spruch. Dankeschön. Sehr gerne. Don't be afraid, just believe.
Und hier ist rote Farbe. I want to believe. Aber in what sollen wir denn believen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist doch dieses Poster bei Mulder im Büro. I want to believe. Want to believe. Hier oben kann man lang. Ist da auch was? Ne, ich glaube nicht. Zeig doch mal hier. Nö. Aber ich gehe mal gerne oben lang, weil wenn da nämlich noch irgendwie so ein Muschiklaus kommt, dann... Meine To-Do-Liste wurde geupdatet. Oh ja, meine auch. Ich habe jetzt nur noch die Dead Cave zu exploren, laut meiner, also diese Todeshöhle. Sind das nicht alles Todeshöhlen? Oh ne, Kraterhöhle noch? Felsvorsprung noch? Vermissten Passagiere soll ich noch finden? Und zubleiben muss ich noch. Und heraufzuklettern. Der streicht halt... Timmy finden. Der streicht halt immer nur eine Seite durch. Wie, das war's? Mehr gibt's hier nicht? Also Timmy vermisst das Flugzeug und erkundet eine tote Höhle. Hier können wir durch. Andere Sache, konntet ihr auf dem Bild, also da, wo dieses Don't be afraid, just believe, konnte man auch irgendwas anderes da lesen? Also weil ich habe es jetzt in meiner Auflösung natürlich nicht gesehen. Nee, okay. Im Hintergrund jetzt waren nur... Wo es drauf geschrieben ist, dass da irgendwas Wichtiges noch war. Nö. Das glaube ich nicht. Ja, ja dann seid ihr alle hier? Ja, wir sind alle hier. Los geht's. Das ist ja cool. Was denn? Ja, was hier kommt. Diese engen Gänge erinnern mich an so einen Typen, der mal stecken geblieben ist, dann haben sie ihn nicht mehr rausgekriegt. Endlich! Hier können wir sprengen! Oh, ja. Wollen wir alle gleichzeitig sprengen, dann haben wir mehr Sprengkraft. Nee, ich heb mir mein TNT lieber noch auf. Ich auch. Ihr seid ja langweilig. Obwohl, wir können danach natürlich noch ein TNT schmeißen, nur für den Fall, dass irgendwas da rauskommt. Wäre das nicht schon rausgekommen, wie wir letztes Mal mitbekommen haben? Achso, ja, ist auch möglich. Zurück. Okay, es leckt. Ja, bei mir hat es auch geleckt. In der Luft stehen fliegende Steine sind hier. Auch. Cool. Aber kommen wir jetzt ist es weg. Ja. Okay. Strange. Aha. Noch mehr ein zum Schädel. Sprengen. Oh, wir kommen irgendwo hin. Ich höre Wasser. Ach, das ist ja witzig. Bitte? Guck mal auf die Karte. Wir kommen zu der einen anderen Höhle da, wo wir schon mal waren. Hm. Anscheinend. Eine Verbindung. Vielleicht. Okay, dann spreng ich jetzt nochmal, aber dann muss wer anders sprengen. Ich will auch noch ein paar behalten. Okay. Wir können ja den guten Mike Schwitzke mal holen zum Sprengen. Hier für einen kurzen Moment hat einfach diese Sprengung einfach die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt. Und alles schwebt in der Luft. So. Oha. Der ist eingesteinert fragt, wer Mike Schwitzke ist, das... Ich habe einen welche lachen. Gehört. Ich höre auch Tim. Ja. Mike Schwitzke ist der coole Sprengmeister, oder einer der coolen Sprengmeister aus Potsdam. Der immer die Bombenfunde sprengt oder entschärft. Ich wollte ihm sagen, er versucht sie erstmal zu entschärfen. Ja. Ja, auch kein Job, den ich jetzt unbedingt machen wollen würde, glaube ich. Oh, aber auf keinen Fall. Oha, Babys. Ich habe noch nicht gesehen. Oh, wow, vielleicht haben sie uns ja doch gesehen. Okay, cool. Und ein großer, mehrere ein große? Nein, nicht solche größer als die Babys halt. Also normalos. Normalos. Vorsicht. Jo, der... Ich verteidige, irgendwann kann gerne auf den hauen. Der ist tot. Ich hau den hier mal noch ein bisschen. Ja, die sind ja easy hier in den Höhlen. Die können ja gar nichts. Die sind doch nicht weiß und so. Haben wir ein Feuer irgendwie hier? Oh, hier liegen ganz viele Stiefel. Ganz viel von deiner Medizin. Hier ist gibt's Medizin? Ja. Oh, perfekt. Bauen Feuer. Also ja, hier können wir auf jeden Fall durch. Gepackt. Oh, hier gibt's was zum Anziehen. Hier ist Feuer. Okay. Hast du Feuer? So ein Lied. Wow! Was? Was sind Feuer gerannt? Wer baut denn das hier genau davor? Ihr wollt mich doch nur mal brennen sehen in einer Folge, ey. Also hier geht's gar nicht weiter. Passieren. Das war einfach nur, dass man hier so ein paar Sachen looten konnte. Okay, es geht nach links und nach rechts weiter. Ich bleib hier mal schön bei Brille. Ja, entweder hier die Holzwand oder geradeaus weiter. Wohin möchtest du denn? Ja, also laut Karte
Wir können ja schon mal durchschlagen. Wir müssen ja nicht durchgehen. Hm.